Hey ho und willkommen zurück zu Der Jörg zockt. Jetzt hier mit MotoGP 14 und der Test-Session in Mugello mal wieder. Ich weiß nach wie vor nicht, was hier großer Unterschied sein soll zwischen den normalen Rennen, aber das werden wir dann gleich rausfinden. So hoffe ich zumindest mal. Das heißt, ab geht's. Bin mal gespannt, ob ich da irgendwelche Motorräder oder sowas neu testen soll oder wie auch immer, keine Ahnung. Okay, ziehen wir es auch so wieder, wo es ist. Ja, gut, das ist genau das gleiche, haben wir gerade eben auch schon gesehen in der vorherigen Folge. So, genau, hier auch nach wie vor nichts geändert. Links Kurven 6, rechts Kurven 9. Mal gucken, was er mir jetzt hier so sagt. Test-Sessions sind perfekt, denn hier kannst du mehrere Datenpacks auf einmal erhalten und so die Komponentenentwicklung beschleunigen. Um die eingebauten Komponenten zu testen, muss das Rad einen Stresstest absolvieren. Also wirst du aufgefordert, eine Runde mit Zeitbeschränkung zu fahren. Dadurch können wertvolle Daten gewonnen werden. Okay, alles klar. Ist natürlich auch nicht schlecht. Dann werde ich hier auch gleich als allererstes, genau, Motor ist nach wie vor noch ausgewählt, wird übernommen von dem vorherigen Team. Okay, alles klar, passt. Dann mal Abfahrt zur Strecke. Eine Rennen mit Zeitbeschränkung. Ah, okay, da haben wir den Autopilot wieder, das lasse ich jetzt einfach mal laufen. Naja. So toll sieht das jetzt auch nicht so aus. Ja, gut, dann geht's halt einfach mal los. Ja, und dann mal gucken. Ach, hier zu schlagen, Zeit wahrscheinlich die hier, wird da, oder war da gemeint. 2 Minuten 13. Ja, sollte gut machbar sein. Das heißt, ich nur halt von der vorherigen Fahrt da die Zeit nicht mehr, aber ich glaube, da war ich drunter. Gucken, ob das ich hier in dem Fall dann wieder schaffe, weil 3 Datenpacks wären natürlich nice. So, gleich mal die Stufe 1 von dem Motor. So. Also an sich, ich glaube, das Motorrad hört sich genau gleich an wie das von dem anderen Team auch. Finde ich so an sich ein bisschen schade. Ja. Deswegen werde ich echt mal gucken, ob ich hier zufälligerweise dann demnächst, wenn es angeboten wird, hier einen MotoGP 2 Vertrag kriege. Ob ich nicht einfach mal spaßeshalber einfach den annehme. So, ich denke mal auch, da gibt man dann auch weitaus mehr XP und allem drum und dran hier, dass ich hier da in den Rängen nach oben steige, umso mehr Helme werden dann klar logischerweise hier freigeschalten. Als Mist, bisher waren es nur Helme, okay, Bilder und Videos auch, aber ja, mal gucken, ob da zufälligerweise auch noch was anderes kommt. So. Ja, läuft ja locker flockig, so bin ich jetzt hier, oha. Das wird gar nicht. 13 Sekunden dann in dem Fall nur noch. Okay. Das ist echt nicht einfach. Sehe ich jetzt hier gerade. Das wird nämlich so eng. Vielleicht würde sogar gar nicht reichen. Zeit ist abgelaufen. Oh. Ja, vielleicht ist dann in der nächsten Runde. Weil mit der Box habe ich natürlich hier einiges an Zeit verloren. Okay, ist natürlich schon mal ärgerlich. Also so leicht, wie ich es mir gedacht habe, ist es gar nicht. Boah, ist richtig, wenn man gerade hier so einen Schmarrn zusammenfährt. Okay. Naja. Ich habe ja theoretisch gesehen 56 Minuten Zeit. Das ist natürlich jetzt auch die Frage,
ob ich da jetzt drei Pakete auf einen Schlag zusammenkriege oder hier wirklich dann drei Runden unter dieser Zeit fahren muss. Naja, sobald ich es einmal geschafft habe, werde ich es ja in dem Fall dann sehen. Die Sonne blendet hier aber ein bisschen. Also ich meine, ich bin jetzt schneller unterwegs. Nur schade, dass man keinen Geist oder sowas zum Beispiel hat, wie man in der vorherigen Runde gefahren ist. Sonst würde ich nämlich jetzt sehen, wo ich bin. Hätte man vielleicht auch noch reinmachen können. Gut, das ging jetzt auch flotter. Ja, ich glaube 10 Sekunden oder sowas, hier bin ich knapp schneller. Wurde aber doch noch reichlich eng. So 2 Minuten 8 ungefähr. Und die nächste Trophäe, Testzeit. Test voll bestanden, Datenpacks 3. Ja, cool, nice. Wunderbar. So geht's natürlich auch. Gott sei Dank, in dem Fall nur eine Runde. Okay, auch gleich automatisch Abflug zum nächsten Ziel. Runde 8. Monster Energy. Hätte ich jetzt auch ganz gerne. Gibt's hier jetzt irgendwas Neues? Ja, da blinkt es auch schon. So, Estrella Galicia 0,0 gibt dir gerne jede Unterstützung, die du für dieses neue Abenteuer brauchst. In diesem Team glauben wir daran, dass es wichtig ist, sich Ziele zu setzen, da man sein Potenzial voll ausschöpft. Durchaus in der Lage, es auf den 8. Platz zu schaffen, und das erwarten wir auch. Okay. Das ist natürlich schon mal eine Ansage, im Gegensatz zu dem anderen Team. Ne, Multimedia will ich nicht. Genau, ich kann ja mal kurz mal hier zwischen Bilanz ziehen. Da oben sind jetzt auch schon mehrere Helme. 2. Da müssen ja definitiv... Genau, die sind alle freigeschalten worden. Die neuen... das ist einfach nur Vorder- und Rückansicht. Okay. Da war das hier leicht irritierend. Nehmen wir jetzt einfach mal den hier. Gut. So wollte ich, genau. Einmal ins Büro wieder. Dann zack, Rennen starten. Genau, Katalonien, Spanien, 8. Position. Dann mal los. Durfte ja auch wieder mit Qualifying sein. 8. Platz, okay, da muss ich definitiv auch Qualifying machen, weil sonst wäre das nämlich schon relativ da so gut eng. Ja. Aber ich nehme auch mal jetzt sehr stark an, weil ich jetzt hier schon jede Menge Trophäen freigeschalten habe. Also lang brauche ich dafür nicht, bis ich das Ding auf Platin habe. Das Einzige, was knackig werden könnte, wären die Online-Dinger. So, genau. Hier liegt wieder Spanien. Barcelona. Ja, auch schön mit Blümchen. Ja, Fußball rockt. Ja, schaut gut aus, weiter. So. Was haben wir nun hier? About 1991, längste Gerade 1047 Meter. Linkskurven nur 5, Rechtskurven nur 8. Das ist eine relativ kleine Strecke, wie es mir scheint. Ja gut, 4,7 Kilometer ist eigentlich jede Menge Geraden. Schade. Wir begrüßen unsere Zuschauer. Qualifying, ab geht er. Passt eigentlich alles hier zur Strecke. Motor ist müsste jetzt in die Stufe 1 sein. Überspringen wir das Ganze hier. So spannend war die Auswahl aus der Box nicht. So, gut. Also hier habe ich jetzt 39 Minuten Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt gerade gesehen habt, wo ich losgefahren bin hier. Diese Wackler.
Nicht, dass ich jetzt so gesehen Motorsteigerung habe, dass die Chassis das nicht mithält. Wäre natürlich schlecht, weil dann muss ich nämlich die auch nochmal verbessern. Also man braucht schon hier bei diesem Moped hier, also die hängt schon mal jetzt ganz anders am Gas. Also Stufe 1 macht man hier auch wieder ganz deutlich. So. Mhm. Ja, das ist die ewig lange Gerade. Ohne S-Kurve, wie es aussieht. So. Ah, schon mal für später gut zu wissen, dass ich hier so einigermaßen abkürzen kann. Oh, eine sehr angenehme Strecke, leicht zu fahren. Bisher zumindest. Okay. So. Ja, eine steilere Linkskurve. Oh, und auch noch bergunter. Das heißt halt ein bisschen mehr aufs Gas, genau, auf die Bremse. So. Ja, wunderbar. Das war jetzt auch schon fast die erste Runde, würde ich meinen. Wo ist denn das Ziel? Ich nehme mal nach der Kurve hier. Ne, gibt auch keinen Sinn. Hm. Ach, da unten bei den stehenden Bobbys da noch. Bei den roten. So. Mal gucken wir, welche Platzierung ich da denn jetzt habe. Ich werde natürlich bei Qualifying jetzt immer nur eine Runde fahren. Weil alles andere ist ein bisschen öde. Gut, da ist das Ziel. Flop. Datenpack erhalten, wunderbar. Momentan Oster. So, und jetzt war das hier ja zurück zur Box. So, dann muss ich hier erstmal die Zeit verstreichen lassen. Ja, eins vorspulen. Okay, immer noch Oster. Ah, mittlerweile werden auch die aktualisierten Zeiten inzwischen angezeigt. So. Vielleicht ist die Zeit weg. Wunderbar. So, und jetzt einfach nur wieder zurück. Ja, und jetzt durfte ich Oster sein. Genau. Wunderbar. Perfekt. Juhu, Level Up. Sky Racing Team. Dani Pedrosa. Okay. Ich schätze mal, das ist sowas für schnelle Rennen zum Beispiel, dass man hier die in Anführungszeichen richtigen Rennfahrer nehmen kann. Und ich hier meinen. Das wollte ich gerade Virtual Pro sagen, aber wir sind ja nicht bei FIFA. mein. Also mich selber. Tja, ach ja, Mist. Jetzt macht er ja immer noch hier mit Moped hier Motor. Ein Hallo an alle Motorradsportfans, die eingeschaltet. Ah, egal. Das ist ein Datenpack, mir schadet auch. Ah, ne, wunderbar. Da kann ich es doch noch ändern. So, genau. Motor, gut, ein Datenpack ist da jetzt schon drin, aber das ist egal. Mach ich mal hier jetzt bremsen. Dann habe ich das ab dem nächsten Rennen dann auch noch. Ach ne, Chassis wollte ich eigentlich nehmen, ne? Ach, Bumpe. So, ich bin Platz 1. So, jetzt probiere ich hier mal irgendwie so im gelben Bereich zu bleiben. Oh, ich sollte dann vielleicht auch noch aufs Gas tatsächlich dann drauf bleiben. Verdammt. Scheiße. Hey Leute, überholt mich doch nicht alle. Oh, genau, Rechtskurve, da fahren wir in dem Fall ganz nach rechts. So, da sind wir auch schon wieder Erster. Das war mein Überholmanöver, würde ich meinen. Shit. Ja, der eine aus meinem eigenen Rennstall. Rennteam. Hm.
Bleib bloß weg. Oh, jetzt habe ich mich von dem verleiten lassen, hier zu früh aufs Gas zu tappen. Ja, jetzt auch. Ich wollte mal erzählen, dass ich jetzt ein bisschen Vorsprung mal raus war hier. So. Ja. Läuft, läuft, läuft. Auf die erste Zwischenzeit bin ich jetzt mal gespannt. Durfte da vorne kommen, im gelben Boppel. Oder im gelben Strich auf der Karte. Also hier. Boah, schon 1,4 Sekunden. Okay. Für das hast du mir gerade eben noch heftigst am Arsch hing. Ist ja jetzt schon ganz schön weit hinten. Hm. Dann wäre es natürlich auch mal die Überlegung, ob ich dich einfach mal auf Mittel stelle, anstatt leicht. Aber was man immer sicher ist, ein paar Mal fahren. Ist jetzt glaube ich aus die 6. oder 7. Strecke oder irgendwie sowas, was ich fahre. Dass hier die ganze Steuerung etc. pipapo noch ein bisschen mehr gewohnt bin. So, Runde 2. Datenpack erhalten, wunderbar. Da werden die Bremsen aufgestockt im nächsten Rennen. So, dann im übernächsten nehmen wir die Chassis. Dass mal hier alles auf Stufe 1 hochkommt. Was war es dann noch? Disqualifikation, genau. Was auch immer das dann sein soll. Weiß ich nach wie vor jetzt nicht so wirklich, wie man hier da disqualifiziert werden kann. Also durch Unfälle und sowas hier garantiert nicht. Weil hatte ich ja schon ein paar. Genauso auch wie dass ich andere aus Versehen rausgeboxt habe. So. Ja, und falls ihr Leute ja auch Lust habt hier und das Spiel auch selber zufällig habt auf der PlayStation 4, könnt ihr mich dann auch gerne adden im PSN. Können wir auch gerne mal so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ründchen hier online daddeln. Das macht dann bestimmt auch Fehls, vor allem wenn man sich dann hier auch gegenseitig hier noch versteht bzw. labern kann. Ja. Und oder eventuell auch die ganzen anderen hier Trophy Hunter. Die dann hier diese Online-Trophys noch braucht, macht natürlich hier aber weiter mehr Spaß, wenn man das zu zweit oder sowas macht. So. Und vor allem ist es dann auch einfacher, wenn man sich dann eventuell absprechen kann. Oh. Nee. So. Die Kurve hier liegt mir gar nicht. Hat ja vorher schon verkackt. Gut. So. Gleich jetzt ab in die letzte Runde. Bing, 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 bing. So. 1,57,777. Streckenrekord. Wuhu. Und das mit der Pupsmaschine hier. Jo. Ja. Schön gemütlich ins Ziel fahren. Der zweite ist eh noch extrem weit hinten. Hm. Na, ich werde es einfach mal austesten, wenn ich hier mal das Ding hier auf Mittel stelle. Was dann so passiert. Weil ich sage jetzt mal, so schlecht fahre ich jetzt hier nicht, dass ich hier das nicht schaffen würde. So. Hm, das habe ich gerade die Zwischenzeit noch sehen wollen, aber irgendwie ist sie ratzfatz ausgeblendet worden. Okay. Also gerade eben war es wieder bei mir zweimal der Sound weg. Also zumindest mit so rutt, rutt und so weiter. Hä. Gut, das Spiel kam ja letztes Jahr im Juni raus. Dieses Jahr im Juni. Sollte es eigentlich schon behoben worden sein. Nehme ich jetzt zumindest mal an, außer keiner hat es bisher bemängelt. Oder sie wollen es einfach nicht beheben, aber naja.
Schon wieder? Hä? Ich meine, so anspruchsvoll ist die Musik hier also nicht so wirklich. Also eigentlich gar keine Musik, sondern einfach nur... Zwei Räder sind mehr als genug. Nächste Trophy. Ja. Gemütlich Platz 1. Na, ich mache mal das nächste Rennen schon mit Mittel, weil das ist irgendwie mittlerweile zu einfach. Weiter. So, die auf die Gesamtwertung. Mittlerweile jetzt Platz 3, nur noch 38 Punkte Unterschied. Nice. So. Honda mittlerweile auch wieder eine ziemlich gute Wertung. Genau, man sieht es ja hier auch mit leicht. Ja, gibt da natürlich heute mehr XP, wenn man auf höheren Stufen fährt. Vorgaben ganz klar erfüllt. 74.000 gesamten Fans. Wäre schön, wenn ich das auch in der Abozahl hätte. Ja. Gut. Heute darf er wirklich mit sich zufrieden sein. Mit diesem Sieg hat er nicht nur auf dieser Rennstrecke triumphiert, sondern auch eine ganze Reihe exzellenter Fahrer in die Schranken verwiesen. Richtig. Und warum? Weil ich es kann. So. Mal schauen, was das nächste ist. Genau, ich muss unbedingt wirklich dann auch dran denken, dass ich jetzt umwechsel auf Chassis. Dass ich die mal noch verbessere. Okay. So, na. Immer noch nichts so tolles Neues. Gut. Dann hier Kalender, da haben wir jetzt hier Assen in Holland oder beziehungsweise Niederlande. Aha, Rundenrekord bei 1,44. Ach, was soll's, die Runde fahren wir ja auch noch. So, für alle, die es mal wieder nicht wissen, Holland ist hier, genau neben Deutschland. Dann mal gucken, was sie da für schöne Bilderchen drin haben. Nachdem ich meine Mails gecheckt habe. Nichts. Auf jeden Fall sieht man da schon Oster. Ja. Genau. Rennen starten. Müsste aber hier nochmal Rennoptionen, müsste es gewesen sein. Genau hier. Realistisch. Ne, nehmen wir erstmal nur Mittel. Obwohl hier kann ich gleich nochmal eins höher schrauben. Ups. Leicht und schwer. Auf der extremsten Stufe kann schon ein Sturz dein Rennen beenden. Ach, was soll's. So, hauen wir das Ding auch noch rein. Genau, mal gucken. Mittel, Qualifying und Rennen. Wetterzufall, Bikeschaden schwer. Reifenabnutzung lasse ich mal noch aus. Das werde ich dann vielleicht im nächsten Rennen auf anschalten. Schauen wir dann mal. Aber jetzt erstmal das so mal probieren. Mit den Einstellungen. So, dann schauen wir da mal. Rutschen nutzt die Reifen sehr stark ab. Ja, gut, das ist eigentlich auch logisch, ne? Ach, der Rossi. Daher kenne ich den. Naja. Gegensteuern im Replay. Geile Aussage. So. In Amsterdam, ah ja. Gut, da natürlich war ich auch schon. So, und wann sieht man den ersten Coffeeshop? Sieht man überhaupt einen? Bisher nicht. Vielleicht da gerade eben, wo ja alle davor standen. Naja, los geht's. Upala. Entschuldigung, da bin ich jetzt gerade mit meinem Controller hier an den Shock-Mount von meinem Mikro rangekommen. Ja. Das Klack hat man wahrscheinlich gehört. So, was haben wir jetzt hier? 1955 erbaut. Oh je. 4,5 Kilometer lang. 6 links. Nein, die Rechtskurve konnte ich jetzt nicht sehen. Aus Assen. Nur noch wenige Minuten bis die erste. Jo, genau. So, jetzt das hier kurz umändern. Bremsen durfte ich jetzt ja haben, oder? Jep, 1 von 3, passt. So, Chassis nehmen wir jetzt. Jo, ab geht's. Ist ja jetzt erstmal nur Qualifying. So. Sieht
überspringen wir hier mal natürlich wieder. Danke. Oh, klapp. Da ist wir aber gerade schön hochgebügelt wieder. Wow. So. Aber jetzt läuft die Zeit. Okay, alles klar. Ja, dann mal gucken, was ich jetzt hier beim Mittel reiß. Ob ich da jetzt tatsächlich immer noch Erster bin. Oder fährt da sogar auch noch einer. Geh weg. Hallo? Depp. Okay. Die Kurve war jetzt mal nicht so toll. Was ist denn mit meinem Moped los? Nee. Naja. Die erste Zwischenzeit von 3 nur ist auch schon da. Wieso eigentlich nur von 3? Das sind doch 4. Ach ja, 4 wird nicht mitgezählt, weil das Ziel ist. Oh Mann. Alles klar. Ausdenken, dann sprechen. Ich weiß mal nicht oft. So. Na, mittlerweile läuft es jetzt auch besser hier. Ich hoffe mal, ich fahre es immer noch gleich, wie wenn das hier alles auf leicht wäre. Aber ich werde wahrscheinlich gleich hier im Endergebnis das, was anderes sehen, als ich garantiert nicht standardmäßig auf Platz 1 bin. So. Genau, jetzt hier die S-Kurve hier noch. Genau, und hier ist das Ziel. So, jetzt mal gucken. Datenpack erhalten. Jo, machen wir es gleich wieder hier so. Zack, zurück zur Box. Gleich mal das hier schon mal umändern. Ah, okay, klar. Muss ich warten bis zum nächsten Rennen. Das heißt, erstmal hier wieder die Zeit verballern lassen. Ja. So, genau. Uha. Jo, man sieht sich jetzt auch schon. Wo wäre ich denn jetzt momentan? Ha, hier, 25. Okay, das ist schon mal ein leichter Unterschied. Naja, probieren wir es einfach mal. Okay, der Schadensbonus ist aber nur minimal. Habe ich jetzt gerade gesehen. Naja, also ich denke mal, das werde ich nicht schaffen. Wenn eventuell gerade so unter Rang oder Platz 8. Dass das mindestens gefordert ist. Ich hoffe es mal nicht, dass ich mir das eigene Bein geschossen habe mit der Einstellung. Hallo und willkommen beim 8. Ja, so. Jetzt muss ich das hier aber umändern. Weil es ja jetzt immer noch das eine drin, oder? Chassis, Schuhe 1, genau. So, machen wir wieder auf Motor. Los. So, dann mal gucken, was wir uns da jetzt von Platz 25 rausreißen können. Ah, ich gebe einfach mal Vollstoff von Anfang an. So. Okay, der Abzug klappt schon mal ganz gut hier. Wow. Okay. Gut, aber mich jetzt gerade ein bisschen weit rausgedrängt. Na. Aber naja, immerhin schon mal 12 da. Ein paar Kurven kommen ja noch. Nein.
Okay, aber man merkt schon mal deutlich den Unterschied, dass es hier definitiv hier nicht mehr leicht ist. Aber für Mittel fast, würde ich meinen, für meinen Geschmack auch schon ein bisschen zu stark. Gut, ich schätze mal, das wird jetzt das erste Mal dann sein, wo ich hier den Rang 8 bzw. die Vorgabe nicht einhalte. Ah, verdammte Axt. Geh doch weg. Na, obwohl, könnte ich ja doch schaffen. Datenpack erhalten, wunderbar. Und ein bisschen der Tuning. Ha. Joa. Ich nehme mal, beziehungsweise nach dem Rennen würde ich das definitiv wieder umstellen auf leicht. Allerdings ein Schadensbonus und so ein Geschmarre, das kann natürlich hier drin lassen. Ja, aber Mittel. Nee. Eine Sekunde Vorsprung hat der Siebtplatzierte. Ja. Ja, selbst wenn ich hier mal aufs Ganze gehe, mehr oder weniger, dann verkacke ich es erst recht. Oder eventuell hier haut es mich sogar noch hin. Ne, ich lasse das hier, filme mich hier mit dem 8. Rang hier ab und ja. Dann machen wir halt ab dem nächsten Rennen wieder Platz 1. Schade eigentlich. Gut, eventuell sogar noch Platz 9. So, Streckenrekord Müller. Nee. Naja, selbst wenn ich raus fahre wie so eine gesenkte Sau, ja, reiß ich da nichts mehr. Ne. Das kann ich so knicken. Ups. Gut, wie war das jetzt hier? Rüüüüp. So, wunderbar. Oh, jetzt bitte nicht schon wieder. Gut. Ach ja. Ganz praktisch die Rewind-Funktion. Ja. Gut, selbst jetzt hier 8er ist schon kritisch jetzt wieder. Kurz konzentrieren auf den letzten paar Metern. Nein. Ist doch kacke. Kommst du doch einmal vor mir wohl ab hier. So, ja gut, gerade so Rang 8. Na gut, also Mittel ist mir definitiv für mich zu schwer. Oh, Universitätsabschluss. Ah, sehr schön. Wusste ich gar nicht. Wegen was zocke ich dann überhaupt noch? Ja.
Abschluss, ja, schön wär's. Den kann ich mit meiner knapp 3,6 in meinem Fachabi nicht leisten. Ne, 3,4 hatte ich, stimmt, das war's, genau, egal. So, hier waren wir jetzt in dem Fall 8er. Gut, wieder abgerutscht auf Rang 4. Verdammt, wieder 55 Punkte Vorsprung. Na, ne. Plupp, neue Helm freigeschaltet, hippie. Und neues Bild. Gut. Ja, Teamanführer, oh Scheiße, nicht geschlagen, weil der war vor mir im Ziel. Nur gut. Ne, da fahre ich lieber hier Rang 1 wieder. Also Position 1. Okay. So, genau, im Sachsenring. Ah, endlich mal in Deutschland. Gut. Das dann aber würde ich meinen, was haben wir denn in der Sankt-Natacho? Oh shit, ja, gut. Ja, sorry Leute, aber das in dem Fall der Sachsenring hier in Deutschland gibt es dann erst in meinem nächsten Part. Also Leute, ihr schaltet auch dann wieder ein. Bis demnächst. Ciao und Servus.